Hallo zusammen, wir sind zurück mit einer brandneuen Folge Unleashed, unserem Videoformat für Entfesselungsmomente im Arbeitsleben. Heute begeben wir uns in die Welt der Informationstechnologie und sprechen mit einer echten Größe der Branche. Zu Gast bei uns ist Stefanie Kemp, Chief Transformation Officer der Sana Kliniken. Angefangen als SAP Product Manager hat Stefanie ihren Weg über RWE, Innogy und den deutschen Chefposten bei Oracle schließlich ins Gesundheitswesen gefunden. Gemeinsam sprechen wir heute über die Entwicklung der IT-Branche, Female Leadership und ihre ganz persönlichen Entfesselungsmomente in einer von Männern geprägten Industrie. Wir wünschen euch wie immer viel Spaß beim Zuschauen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Unleashed. Wir freuen uns sehr, heute mit Stefanie und mit dirischer Premiere Jackie heute bei uns zu sein. Schön, dass ihr da seid. Danke für die Einladung. Schön, dass wir hier sein dürfen. Sehr gerne. Du bist jetzt als Chief Transformation Officer, ist der offizielle Titel. Du bist in der Vergangenheit aber auch Chief Intelligence oder Chief Digital Officer gewesen. Gibt es Punkte bei dir im Leben, wo du sagst, trotz aller Technologie und allem, was das mit sich bringt, dass du sagst, das ist mir heilig, das mache ich analog? Wo du sagst, da möchte ich ja wirklich null Technologie haben. Gibt es da irgendwas in deinem Leben? Was für eine komplizierte Frage. Wir fangen mal klein an. Doch, ich glaube, also was ich immer analog machen werde, ich bin eine große Kaffeetrinkerin, der schmeckt übrigens gut. Dankeschön. Und ich glaube, wenn du so eine Barista hast, da mag ich kein Digitales. Ich glaube, das werde ich auch mit ins Grab nehmen, wenn man das so sagen darf. Ja, Kaffee ist was Besonderes, ja. Das wird mir jetzt spontan einfallen. Wie bist du denn überhaupt so in deine Karriere gestartet? Also wie kam es zur digitalen Steffi sozusagen? Ja, wie kamst du? Also wir kommen vielleicht nachher noch ein bisschen auf das Mentorinnensein. Und was mir selber in den Gesprächen, in der Reflexion auch immer einfällt, ist, dass ich eigentlich so gar keinen Plan hatte in meinem Leben. Ja, die besondere Bedingung war, meine Mutter war alleinerziehend mit 3 Kindern. Und eigentlich war das so ein bisschen auch immer die Freiheit, die meine Mutter uns gewährt hat. Nur eben mit der Situation Bruder im Studium und was macht Steffi jetzt? Und dann auch so ein bisschen stereotyp erzogen durch Großmutter und Mutter, ne? Also sehr frauengeprägt, du machst was mit Kindern. Und dann habe ich Kinderkrankenschwester gemacht am Anfang. Und das ist jetzt über 40 Jahre her, hier an der Uniklinik Düsseldorf. Und wohl wissend, dass ich so selber ja noch nicht so eine Idee hatte, wo geht die Reise hin. Habe aber dann in der Ausbildung gemerkt, ja, es macht mir Spaß, aber es ist nicht diese Erfüllung, die man eigentlich sucht. Und meine Großmutter, die hat eigentlich immer gesagt, hört in euch rein und guckt, was wirklich Leidenschaft ist und wo man Leidenschaft hat, wird man gut. Und dann bin ich auch nach 2 Jahren nach Hause und habe gesagt, Mama, das ist es nicht mit der Kinderkrankenschwester und Ärztin sowieso nicht. Wenn man so sieht, was die Ärzte auch damals schon alles machen mussten, habe dann mein Staatsexamen gemacht und dann sagte meine Mutter so, wenn du Examen in der Tasche hast, kannst du machen, was du willst. Und es gab eine witzige Geschichte, dass ich dann nach einem Jahr, nach dem Examen, angesprochen worden bin, ob ich nicht in die Pharmaindustrie möchte. Also man hat Pharmareferenten damals gesucht, da ging das noch, da konntest du auch Medikamente abgeben. Und dann bin ich 2 Jahre für einen Amerikaner an den Start. Und die haben dann, da waren Amerikaner immer schon gut, was das Thema, was ist Kompetenz und Kapazität eines Mitarbeiters, rausgefunden, dass ich eine ziemlich gute extrovertierte Variante hatte und haben mich da irgendwie zum Vertriebsstar aufgebaut. Das habe ich dann 2 Jahre gemacht. Ich glaube, ich war eine der jüngsten Pharmareferenten ever. Bin mit dem Auto durch die Lande gezogen, habe damals Augenärzte besucht. Und da war ich wieder so gut, dass mich dann einer der Amerikaner angesprochen hat und gesagt, Mensch, wir wollen hier im Augenarztumfeld die ersten IT-Systeme aufbauen. Worum ging es da? Abrechnung, Diagnosesysteme anbinden. Und da habe ich gesagt, okay, ich habe keine Ahnung, aber ein Mentor, der war mein Bruder und der hat dann gesagt, mach das mal, das ist gut, weil ich gehe auch irgendwie in die IT. Und damals hieß das EDV. Ja, und dann war das tatsächlich so, das war 1986, saß ich das erste Mal vor einem Computer, das war ein IBM 8086, ne, diese fetten, dicken Bildschirme, schwarzer Hintergrund, grüne Schrift. Und es gab zu der Zeit noch IBM-DOS und MS-DOS. Und ich hatte gute, wie sagt man das sogar, Lehrherren, die mich da wirklich extrem gut eingefügt haben. Und nach einer Woche hatte ich beide Arme in Gips, Sehnscheidenentzündung, weil ich es nicht gewohnt war, auf der Tastatur rumzuklimpern. Und die waren ja damals noch nicht so ergonomisch, ne? Du musstest ja immer den harten Klick machen. Gut. Ja, und da hat mich die Leidenschaft gepackt. Und so bin ich zur digitalen Technik. Klar, selbstverständlich, wenn beide Arme in Gips sind. Ja, da bin ich dabei. Selbstverständlich. Ja. Okay, krass. Ja. Ja, und dann hat mich das irgendwie gepackt und ich hatte die Chance, dass ich
wirklich so als Autodidaktin dann auch alles lernen durfte. Ich durfte überall ran. Und eine wichtige Komponente, die mich für mein Leben geprägt hat, der damalige Inhaber, Gesellschafter, Geschäftsführer, der hatte schon so ein Faible für neurolinguistische Programmierung. Ja, also das ist so eher, wenn wir heute über Awareness sprechen, ne, Bewusstsein machen, diese Thematiken, ne, wie ist die Interaktion mit Menschen, wie beziehst du dich auch ein Stück auf dich selber und auf das Ich, trotz Stress. Und das hat mich auch geprägt. Also diese zwei Komponenten haben dann eigentlich viel in mir Veranlagungen gemacht in dem Thema, einmal mutig sein und mal ins Risiko gehen. Und ich sage und behaupte, wie sagt man das schön, das Glück ist mit den Fleißigen. Ich will auch nicht sagen, dass ich nicht wenig gearbeitet habe, aber es gehört auch immer dazu, ein bisschen Glück zu haben und die richtigen Menschen zu treffen. Aber jetzt, das hört sich eher so an, als ob du dich hast treiben lassen und dann irgendwie, also es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen sehr esoterisch an, aber mal gehört hast, ob da irgendwie eine Stimme pocht und sagt, Mensch, Steffi, das könnte doch was für dich sein. Genau, ist das so? Ja. Okay. Dieses in dich reinhören und auch eben immer das Gefühl zu haben, also es hat viele Komponenten. Sicherlich einmal, wer sind die handelnden Personen? Ne? Also ich finde so eine Beziehungsebene zwischen, ich sag mal, Unternehmen und dir selber, die muss dir klar werden, passt du in die Kultur? Natürlich immer ein Gefühl dafür zu haben, wenn jemand dir ein Angebot gemacht hat, möchtest du für uns arbeiten, dann war das auch eine Situation, kann ich mir vorstellen, mit der Person zusammenzuarbeiten. Und es ist eben, ich sag mal, wie in der Liebe auch. Ne? Ich glaube, das entscheidet sich in den ersten 3 Sekunden. Ja, wenn man jemanden trifft und sagt, das passt auch irgendwie chemisch und kulturell oder es passt eben nicht. Und ich glaube, das war's. Aber ich behaupte nach wie vor auch heute, Netzwerk zu haben, sowohl intern wie extern, ist wichtig, denn die Gelegenheit ergibt sich, indem du Menschen triffst. Und da muss ich sagen, das ist immer ein Erfolgsfaktor gewesen, dass ich mich gerne vernetzt habe, gerne mit Menschen zu tun habe. Und da kam das dann eben auch. Wenn jemand dich lesen kann ein Stück, dann kamen auch plötzlich die Angebote von selber. Jetzt hast du gerade schon so in deinen ersten Sätzen den Begriff Mentorship genannt. Wir haben auch so ein bisschen gesehen, das ist dir ein ganz, ganz wichtiger Begriff. Kannst du das ein bisschen für uns einordnen? Ja, gerne. Also ich kann heute mit dem Bewusstsein, damals hier in Düsseldorf gegründet, die Initiative Women into Leadership, aber auch durch RWE, da hatten wir auch eine gemeinsame Historie ein bisschen geprägt, da hatten wir ja auch immer dieses Buddy- oder Mentoren-Konzept. Ich glaube, in dem Bewusstsein zu machen, was ist denn eigentlich deine Rolle, was gibst du weiter und wie kannst du auch für dich selber reflektieren, war ja immer die Frage, gibt es Möglichkeiten, dass ich jüngeren Menschen, die vielleicht schon auch erste Ambitionen haben, noch nicht so klar wissen, wo wollen sie hin, hätte ich mir das damals vielleicht auch gewünscht, so einen Mentor oder eine Mentorin zu haben, mit der du vielleicht das ein oder andere durchspielen kannst. Und mir ist es ein Anliegen, auch gerade, weil wir heute in meinem Umfeld, in meinem Berufsumfeld, Technologie, Digitales, immer knapp mit Kapazitäten sind. Also am Markt, sagt man immer, ist leergefegt. Die Frage, wie motiviere ich Menschen, noch da zu bleiben, bei der Stange zu bleiben und herauszufinden, was ist der richtige Weg. Das sind genauso Spielereien, die du in der Interaktion hast, die ich dann auch immer auf mich so beziehe und sage, ja, wenn du am Markt aktiv bist, wie verkaufst du dich eigentlich? Also wie machst du dich auch präsent? Oder ist dir eigentlich bewusst, was du für Schwächen hast, echte Schwächen? Oder ist es dir bewusst, welche Möglichkeiten, Opportunitäten du für ein Unternehmen mitbringst, das vielleicht in der Kultur des Unternehmens nicht verankert ist, aber du das anreichern kannst? Und genauso gibt es Risiken, die du mitbringst, weil du bist, wie du bist. Es gibt einfach, ich sag mal so, 30% der sozialen Veranlagung und in den Genen, die du nicht ablegen wirst. Und hier ist eben für mich immer die Frage, wie matcht das? Und da macht es mir einfach Spaß. Und zwar nicht nur, weil ich Hilfestellung gebe, sondern es auch mir, obwohl ich jetzt schon so lange im Job bin, Orientierung immer gibt. Die Welt verändert sich. Und wenn du das nicht wahrnimmst und du in deinen alten statischen Modellen unterwegs bist, kann es auch sein, dass du ganz schnell vielleicht mal nicht erfolgreich bist oder vielleicht auch einfach den Trend verpennst, ne, wie man das so schön sagt. Und das ist ein Thema, was ich extrem gerne mache. Ja, also dieses Mentorenship, das mache ich aus dem Eco-Präsidium heraus, Ladies in Tech, das mache ich für iWill. Manchmal jetzt weniger wieder, wenn du gerade selber am Start bist, dann hast du genug zu tun.
Und ich mache es auch auf Anfragen aus dem Frauennetzwerk. Hast du deine festen Mentees dann? Ich habe dann feste Mentees. Okay. Und natürlich auch immer wieder rollierend. Ne? Also es ist so über so ein jährliches Konzept. Und dann gibt es ein fertiges Programm. Das erste fertige Programm ist immer die Frage zu stellen, was willst du denn, dass Menschen über dich in 3 Jahren sagen? Also die erste Reflexion. Und das mache ich mir dann auch wieder bewusst. Was möchte ich denn, was die Menschen über mich sagen? Und nicht googeln, sondern die ich halt persönlich kennengelernt habe. Hat sich das über die letzten Jahre verändert, was dir dann reflektiert wird, was die Leute möchten, wie sie wahrgenommen werden? Deutlich. Ne, also wir haben eine ganz andere Arbeitswelt. Ja? Mhm. Wir haben eben nicht mehr diese alten Führungsmodelle. Ja? Wie viel Hierarchien wollen wir noch leben heute? In welchen strengen Machtdistanzen möchtest du arbeiten? Möchtest du eher eine Teamdynamik haben? Möchtest du eher die Teamentscheidung haben? Möchtest du partizipativ unterwegs sein? Oder brauchst du jeden Morgen Orientierung? Auch das ist wichtig. Es gibt ja Menschen, die einfach nicht diese Veranlagung haben, selbst zu entscheiden, sondern einfach sagen, ich brauche jemanden, der mir Orientierung gibt. Und das alles sind so Bausteine und Komponenten, die ich für mich selber zusammenbaue, die ich auch erwarte, wenn ich irgendwo in einem Team ankomme, aber die natürlich auch immer wieder in diesen Diskussionen sind. Ja. Das heißt also jetzt gerade in Bezug auf die gesamte Arbeitswelt oder ist das bezogen auf bestimmte Generationen, über die du jetzt gerde sprichst? Also sicherlich ist es generalistisch auf die Arbeitswelt zu sehen. Ich glaube, die gesamte Arbeitswelt verändert sich. Ich glaube, es macht nochmal einen Unterschied, ob du natürlich, sag mal, in einem sehr tradierten Familienunternehmen unterwegs bist oder ob du vielleicht, ich sag mal, in einem klassischen NGO unterwegs bist, ja, ob es jetzt in der RWE war oder vielleicht jetzt auch heute eine Sana, die Shareholder hat, wo vielleicht auch in den Größenordnungen das nicht so schnell eine Rolle spielen kann. Aber es gibt natürlich Situationen, guckt euch an, ja, kleine, flexible Unternehmen, jetzt kommt die Jackie hier gerade an, jetzt muss die mal runtergehen und mal schnuppern gehen. Also auch ganz andere Teamdynamik halt hat oder Größenordnungen hat, ja. Wenn ich euch hier so angucke, ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier großes Hierarchiethema gibt. Ja, jetzt ist gut, entschuldigt bitte. Gut. Aber irgendwie ist der Hund gerade ein bisschen nervös. Du bleibst eine dynamische Folge. Ja, ne, dynamisch. Ich glaube, der zeigt auf, der so muss auch was sagen. Ja, so ist jetzt gut, ne. Also wo man eben einfach auch sagen kann, das ist schon nochmal anderes Arbeiten. Und das merkst du natürlich schon auch in der jüngeren Generation deutlich. Ich muss einen Oberbürgermeister zitieren. Wir hatten vor 3 Wochen ein großes Management-Meeting in einer Stadt im Ruhrgebiet. Und wir hatten den Oberbürgermeister zu Gast. Und auch er hat natürlich auch nochmal auf das Thema Kompetenzen, Köpfe, Kapital und gerade natürlich die nächste Generation, ja, einfach so ein Stück weit in mehr tradierte. Und wenn ich natürlich im öffentlichen Bereich arbeite, ist es viel mehr tradiert, ja, als jetzt in privaten Bereichen. Und dann kam dann so der Spruch, also manchmal bin ich erstaunt, ich habe ein Bewerbungsgespräch mit einem jungen Menschen und die erste Frage, die dann interessiert ist, gibt es auch sogenannte Auszeitjahre, ne? Also, und er sagte, wäre schon mal schön, wenn du jetzt erstmal die Probezeit überstehen würdest, ja. Also das sind schon so Extreme, die du erleben kannst, ja. So habe ich es vielleicht noch nicht erlebt, aber es war vielleicht einfach auch exemplarisch mal gesagt, so könnte es sein. Und ich glaube auch schon, ne, Generation Z, ja, wenn wir darüber sprechen, die haben ganz andere Anforderungen. Und wenn du die fragen würdest, auf was an digital oder analog möchtest du definitiv nicht verzichten, die Antwort wäre komplett anders. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja. Wo wir bei Veränderung sind, ich meine, unser Format heißt auch Unleashed, also eine Komponente aus unserer Perspektive, zumindest aus unserer, wenn man eben Veränderungsbereitschaft haben will, muss man sich letztlich auch entfesseln können, mutig sein. Du hast es selbst gerade schon gesagt. Gibt es Momente in deinem Leben, wo du sagen kannst, da bin ich besonders stolz drauf, weil da war ich ganz, ganz besonders mutig? Loslassen, glaube ich. Da gibt es ein paar mehrere Momente. Aber es ist ein besonderes Jahr. Da bin ich aus einer gescheiterten Ehe. Aus dem Jahr, an dem meine Großmutter gestorben ist. Das ist so ein Thema, dass du ich sag mal, in der Menge vielleicht nicht so als einzelnes Individuum verarbeitest. Und ich habe immer gedacht, ich bin immer so mega stark. Aber in dem Augenblick war es dann auch so, dass ich, also in diesem Jahr 3 Momente, hat Großmutter gestorben, Ehe zerbrochen, Chef verloren. Völlig orientierungslos. Und dann kam so ein Befreiungsschlag, dass ich dann gesagt habe, okay, das war dann der Moment, wo ich in München gelebt habe und wieder nach Düsseldorf zurück bin. Und ich glaube, was auch ein Stück Mut ist, dass man sich öffnen muss und kann und
einfach mal loslässt und Hilfe von außen zulässt. Da muss ich sagen, dadurch, dass wir eben durch so eine Großmutter, ja, die durch zwei Weltkriege gegangen ist, so geprägt waren, immer stark zu sein, auch mal zuzugeben, ich kann das nicht alleine. Das ist so ein Moment, der mir, also auch dieses Gefühl, was ich zu der Zeit hatte, der mir immer extrem präsent ist, auch gerade wenn ich in schwierigen Situationen oder vor schwierigen Entscheidungen stecke. Das will ich nicht nochmal erleben. Aber ich wusste, wenn ich es erlebe, sich zu öffnen und Hilfe von außen zuzulassen. Und es gibt immer einen Weg, der dir aufgezeigt wird. Und du musst die Wege nicht immer alleine finden. Das finde ich sehr spannend, weil dahinter steckt ja im Prinzip, man unleasht sich dadurch, dass man sich an jemanden dann eventuell auch leasht, so ein bisschen. Ne? Also quasi Hilfe holen, indem man letzten Endes sozusagen zulässt, dass man selbst von sich sagt, alleine geht es jetzt gerade nicht. Okay, sehr, sehr interessant. Veränderung, um da jetzt nochmal kurz den Schwenk hinzumachen, Veränderungsbereitschaft, die Elemente haben wir gerade schon ein bisschen besprochen. Gibt es irgendwelche Dinge, wo du sagen kannst, für eine große Organisation sind folgende Punkte einfach absolut essentiell, um sich selbst zu verändern? Du bist jetzt selbst in einem großen Konsortium wieder, also in einer. Naja, immer abhängig von den übergeordneten Zielen. Ja? Und ich sag mal, wer ist der Shareholder? Ja, was sind die Erwartungen? Ich glaube, das Entscheidende ist eigentlich, dass diese intrinsische Veränderungsbereitschaft heute wichtig ist, dass du nicht an statischen Modellen festhältst und dich immer selber wieder überdenkst und das tatsächlich auch so ein bisschen in der Arbeitsmethodik mit einbringst und eben auch vielleicht mal sagst, ne, was wäre, wenn? Ja, und oft ist es so, wenn du in so einem Fahrwasser drin bist, wenig, ich sag mal, Inspiration von außen hast und eigentlich, wie sagt man so schön, ja, diesen Blindflug machst, ja, in deinem Silo verharrst. Und ich glaube, das ist etwas, was man sich bewahren muss, eben auch sich ständig zu hinterfragen. Ich glaube aber viel wichtiger ist, dass Unternehmen diese Kompetenz und die Kapazität schon haben, aber sie viel zu selten selber in Frage stellen und mal immer wieder sagen, wir gehen nicht in einer Variante, sondern lass uns mal drei Varianten gucken und wie stark das in der Organisation ja ein Landing Zone hat. Ne? Also da, wo du auch wirklich sagen kannst, es kommt in der Organisation an. Leider sind wir oft von oben nach unten gedacht und nicht von unten nach oben. Und das ist eine Erfahrung übrigens, die ich auch bei RWE damals gemacht habe. Man stand mit dem Rücken an der Wand. Und wenn du mit dem Rücken an der Wand stehst, Energiewende, finanzielle Situation, dann hast du eine viel höhere Veränderungsbereitschaft, weil du musst, ja, als wenn du natürlich, ich sag, alles ist im Fluss, alles ist gut, die Zahlen stimmen, dass du viel zu selten dich eben immer wieder hinterfragst. Und ich glaube, du musst als Führungskraft diesen Mechanismus ständig einführen und nicht nur aus deiner Perspektive, sondern eine 360-Grad-Perspektive mit einbauen. Wo können wir besser werden? Wo ist dringend Handlungsbedarf in der Veränderung? Weiß man das immer? Nein. Und dann bin ich ein Fan davon, mir auch immer mal wieder eine externe Meinung dazu zu holen. Und ich sehe das ja jetzt im Moment bei mir. Ich bin, wie sagt man, noch nicht so Sana-blind, weil ich bin jetzt 100 Tage da, sehe natürlich, wie es in anderen Unternehmen vielleicht an der einen oder anderen Stelle gut läuft. Aber was man auch nicht machen darf, immer zu sagen, es geht immer alles anders besser. Ich glaube, das hat mit der Kultur und natürlich auch mit den handelnden Personen zu tun. Und an der Stelle, wo es notwendig ist, auch die richtigen, wie heißt es so schön, Duftnoten zu hinterlassen. Aber da, wo es auch gut läuft, die Dinge einfach mal belassen. Ich erlebe es ganz oft, wenn jemand von außen neu reinkommt, da wird einfach an zu viel Stellschrauben überarbeitet. Und das kann auch schon mal eine Organisation zerstören. Das bringt Unsicherheit. Und das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du Menschen verlierst, die du nicht verlieren möchtest. Und da ist mir so ein Anliegen, dass ich auch oft sage, du kannst den Krieg nur mit der Armee gewinnen, die du hast. Ja, du kannst dir die Leute nicht backen. Und auch das ist jetzt wieder das Thema Führen. In dem Augenblick Stärken, Schwächen zu erkennen und auch zu gucken, wie kann jeder Einzelne für das neue gemeinsame Zielbild sein Bestes einbringen. Und da behaupte ich, das mache ich wahnsinnig gerne, auch Menschen mal zu challengen, mal zu fragen, bist du mit dem, was du gerade tust, wirklich zufrieden? Gibt es da nicht etwas, was du vielleicht mit mehr Leidenschaft, weil das ist ja auch mein Thema, immer machst und dann einen höheren Wert fürs Unternehmen rein? Ja, das ist spannend. Ja.
Also das ist ja im weitesten Sinne Ressourcenmanagement, Skillmanagement. Ja. Hast du irgendeine Geschichte, wo du sagst, da habe ich mal jemanden kennengelernt, der hat, als ich ihn kennengelernt habe, was vollständig anderes gemacht und ich habe ihn quasi dahin beraten oder wie auch immer, auf jeden Fall dann, dass er sich besser eingesetzt hat, dass sie sich besser eingesetzt hat? Das habe ich, und zwar war es auch zu RWE-Zeiten, weil wir hatten ja nun wirklich massiv Themen, RWE 2016, großes Einsparungspotenzial. Und der damalige IT-Chef hat halt auch seine Bereiche neu besetzt. Und ich beobachte Menschen gerne. Und die Frage ist ja zum Beispiel immer, was ist die Motivation, was ist der Antrieb, was treibt jemanden so zu sein, wie man ist? Und da gibt es eben auch eigene Erfahrungswerte. Und wenn du es überziehst und wenn du vielleicht einfach nicht hinhörst mit so einem Gefühl, wo sind denn die anderen gerade am Tisch, und überhaupt gar keinen Integrationsansatz hast, dann gehe ich auch schon mal ganz gerne hin und nehme mir die Person gerne und sage, lass uns mal essen gehen und versuche so ein appreciating Feedback auch mal zu geben und zu sagen, interessiert dich, wie ich dich wahrnehme, also wie ich dich wahrnehme in unserer Interaktion, aber auch wie ich dich vielleicht wahrnehme in dieser Teamdynamik. Und das hilft manchmal, weil ich wünsche mir das auch, dass jemand auf mich zukommt und mir vielleicht auch mal den Kopf zurechtdrückt und sagt, Steffi, das, was du da gerade tust, ist nicht okay. Und es hätte man vielleicht besser abstimmen können oder du musst auch auf andere hören. Würdest du sagen, dass das generell in der IT-Branche oder auch Menschen, die mit IT viel zu tun haben, besser funktioniert, weil man generell Systeme challenge, Software testet, sich optimieren will? Ist da ein Unterschied? Du bist jetzt im Gesundheitswesen. Gibt es da was Merkbares? Nein, also es gibt schon mal nochmal was Merkbares, ist nochmal eine andere Hierarchieebene, also wie sie auch in der Kultur gelebt wird. Aber ich glaube, das würde ich mal für jede Industrie auf jeden Fall besetzen. Ich glaube nicht, dass das nur mit der Informationstechnologie zu tun hat. Was vielleicht nochmal ein Unterschied ist, wir reden ja oft über IT und Digitalisierung. Ja? Wir alten ITler behaupten ja, wir haben immer schon digitalisiert, ja, weil wir analoge Prozesse irgendwann auf Applikationen oder Technologie umgesetzt haben. Wobei es heute nochmal einen Unterschied macht, wenn wir auf Digitalisierung abzielen. Und ich habe vor ein paar Wochen einen guten Artikel gelesen. Und manchmal weiß man es nicht so zu greifen. Was ist denn eigentlich der Unterschied jetzt, ja, ob du Technologie oder Digitales machst? Und ich glaube, das fand ich sehr spannend, ja, ganz grob gesagt. Bei der Digitalisierung geht es um den Menschen, um Gefühle und Handeln. Bei der IT oder der digitalen Architektur, bei der IT-Architektur, das ist wirklich 1-0. Da geht es um Hardware, Systeme, Applikationen, Netze. Und das fand ich sehr, sehr, sehr gut beschrieben, ja, diesen Unterschied zu machen, dass bei der Digitalisierung das Technologiemittel zum Zweck ist, aber es hier eigentlich um den Menschen im Mittelpunkt geht und dass es bei der IT tatsächlich eher um harte Fakten geht. Ja. Das macht den großen Unterschied nochmal aus. Stimmt, da kann ich mich auch noch dran erinnern, das war auch aus der ehemaligen Zeit noch bei der RWE, da gab es immer diesen Leitspruch, Technology is given. Ja. Also letzten Endes, um das digitale Mindset zu entfesseln, brauchst du halt was anderes. Ja. Als eben die Technologie. Ja. Ja, und das ist vielleicht auch nochmal so ein Begriff, den wir extrem gerne nutzen. Ich muss mich ja jetzt war ich ja auch über zwei Jahre bei Oracle, ich bin ja wieder mit dem Denglisch eher unterwegs. Und jetzt kommst du natürlich, ich sag mal, in ein deutsches Gesundheitssystem, die sprechen auch Englisch, aber es gibt so Ausdrücke, und die man einfach besetzt hat, digitales Mindset. Ja? Jetzt übersetzt das mal ins Deutsche. Das ist dann eben die Frage, eigentlich ist das nur eine Haltung, die ich habe oder nicht habe. Ja? Und genau diese Haltung entspricht auch wieder dem Thema vom Menschen her denken. Ja? Und da gibt es eben Menschen, die haben keine Haltung zu digitalen Strukturen, was absolut okay ist. Deshalb sind die ja nicht weniger schlecht. Ja? Die Frage ist nur, wie finden sie trotzdem eine Position im Unternehmen, um das Gesamtpaket gemeinsam erfolgreich zu machen. Ja. Jetzt ist im Prinzip ja so, du hast gerade gesagt, du hast gestartet mal als Krankenschwester sozusagen, jetzt machst du hinten nochmal einen Deckel drauf. Sozusagen. Also du machst quasi eine Klammer drum. Ja. Wie fühlt sich das eigentlich an? Ich muss sagen, es fühlt sich sehr, sehr gut an, und das Erlebnis selber, ich kann das eben immer nur wiederholen, als ich eben angefragt worden bin, ob ich das mache, war ich mir noch nicht so sicher. So, jetzt wissen wir aber alle, gucken wir mal bitte Altenpflege und Krankenpflege. Es ist eigentlich meines Erachtens ein Armutszeugnis für die Gesellschaft. Wir werden alle irgendwann darauf angewiesen sein oder sind es eben, wenn man ins Krankenhaus geht, auch gerne mal angewiesen. Ja. Und die Situation, die ich halt erlebt habe, ist,
dass ich dann halt unerwartet ja, zu einer OP musste letztes Jahr. Und du kommst dann in so einen Empfangsbereich und hast in der ersten Sekunde das Gefühl, du Patient bist der Störfaktor. Du störst eigentlich unseren Prozessablauf. Und du hast auch kein Mitspracherecht. Ja, ich kann das an verschiedenen Dingen, die ich an diesem Tag erlebt habe, ne, dem System ausgeliefert zu sein. Niemand hat mich aufgeklärt, wie der Prozess abläuft. Ja, ich hätte mir gewünscht, da sitzt jemand im Empfang und macht mir ein breites Lächeln und sagt, ach, wie schön, dass Sie da sind. Schließlich sind ja Patient. Und das hat sich nachher, muss ich sagen, auf Station alles wieder gegeben. Aber so diese ersten Momente, der Patient ist mit Angst besetzt. Du weißt nicht, was dir passiert. Du weißt, du bist irgendwann gleich in Vollnarkose. Ne? Das sind ja alles so, wo ich auch sage, wir müssen uns mal langsam auch wieder in diese Systematik reinsetzen. Und in der Altenpflege ist es eigentlich ähnlich. Und dann war ich auch lange diejenige, die schon wusste, dass es drei Bereiche in Deutschland gibt, Infrastruktur, Bildung, Gesundheitssystem. Da kann man was machen. Aber ich war noch nicht so bereit, den wirklichen Schritt da rein zu tun. Und jetzt behaupte ich, ja, mit ein bisschen Erfahrung, die ich selber mal hatte, kann ich nicht mehr an der Seitenlinie stehen und schreien, sondern ich bin jetzt mitten im Spielfeld und muss gucken, welchen Beitrag ich leisten kann. Und das Interessante ist, wenn ich dann selber als Patient auf der Station lag und gesehen habe, wie dann die Schwesterschülerin zu mir kam, meine Vitalzeichen gemessen hat, da dachte ich mir so, 40 Jahre und nichts hat sich verändert. Ja. Das ist ganz witzig. Wir hatten hier ganz zu Anfang unserer Staffel, also ich glaube in der ersten Staffel, zweite Folge oder so. Ich glaube schon, ja. Hier, ja. Von den Helios-Kliniken und da hatten wir das Thema Better In, Better Out. Ja. Also letzten Endes, dass die Prozesskette eben nicht nur an den Türen des Hospitals ja. aufhört und wieder anfängt, ja. sondern eben deutlich verlängert ist. Was habt ihr da für Gedankengänge zu? Das ist genau der Punkt. Die Frage ist ja Attraktivität, Pflegekraft. Also wie machst du auch den Job wieder attraktiv? Und wir wissen natürlich schon auch die Zwänge. Also wenn du heute siehst, also ich vergleiche es nochmal ganz grob, als ich damals Kinderkrankenschwester werden wollte, war das ein extremer Bewerbungsprozess. Ja? Also da ist richtig ausgesiebt worden. Heute sind wir froh, wenn wir überhaupt Bewerbungen auf dem Tisch haben. Und der Riesenunterschied ist, wir wissen auch, wie in der IT auch, du hast eigentlich nicht mehr genug Nachbau. Die Frage in Zukunft ist, wo fängt es an? Und wir leben Sana als den integrierten Gesundheitsdienstleister. Das heißt, wir fangen bei der Prävention an. Und mit der Prävention wollen wir auch unseren Patienten, also in diesem Patient Journey, tatsächlich sagen, eigentlich ist das ja auch unser Kunde. Und die Frage, wie können wir ihn jetzt von Prävention über Ambulanz, über stationären Aufenthalt, über Ambulanz, Heil- und Hilfsmittel, über die gesamte Kette bedienen. Und das kannst du nur, wenn du heute tatsächlich in einer sauberen Interaktion bist. Und ich sage mal, im Retail haben wir das alle verstanden. Ja, das ist Personalisieren. Ja, was ist genau das, was der Patient jetzt von uns erwartet? Und da muss ich sagen, kommt uns dieses Krankenhaus-Zukunftsgesetz sehr entgegen, über dieses Patientenportal tatsächlich eine Logik zu bauen, dass du ganz früh ja, mit deinem Kunden in der Interaktion bist und ihm die richtigen Angebote unterbreiten kannst. Und das ist so für mich eben das runde Paket. Und natürlich ist es so, dass wir gerne Patienten dann auch bei uns binden wollen mit den richtigen Angeboten, mit den richtigen Facharztbehandlungen, aber auch in der Kette der Zuweiser. Ne, Patienten kommen heute über die Notaufnahme oder kommen natürlich durch einen Zuweiser in die Kliniken. Und wie bindest du das auch B2B ein? Das sind neue Geschichten, andere Geschichten. Aber du merkst es ja auch jetzt in der jüngeren Arztgeneration, die wollen ja auch nicht mehr analog. Ja, die sind ja auch froh, wenn sie irgendwie eine digitale Patientenakte haben. Wenn du heute erlebst, ich bin noch aus dem Krankenhaus gegangen mit 3 CDs und 150 Seiten Druckpapier, wo ich sage, also dann hätte ich auch gerne in so einem Portal gehabt, ne, wo ich sage, jedes Mal, wenn ich jetzt irgendwo hingehe, sage ich einfach, hier hast die Freigabe, guck's dir an, so ungefähr. Und ich glaube, da ist einfach ein irres Potenzial drin, das neu zu denken. Ja, und genau das ist natürlich auch eine Idee bei Sana über diese verschiedenen Ebenen. Und wir müssen uns in der Transformation, Technologie, Digitales und in den Prozessen jetzt gut überlegen, wie matcht das denn jetzt auch mit unserer übergeordneten Strategie, der integrierte Gesundheitsdienstleister zu sein. Und ich glaube, das fehlt oftmals, dass man diese Connecting the Dots braucht. Ja, also du tust etwas, wo du dann auf der Prozess- und auf der Technologieebene dann natürlich auch gucken musst, wie würden wir das jetzt mit der Prävention verknüpfen oder mit der Ambulantisierung verknüpfen.
Und da passiert natürlich auch gerade viel. Und es macht einen riesen Spaß. Und natürlich bin ich froh, selber mal als Kinderkrankenschwester angefangen zu haben. Und jetzt rundet das Paket irgendwie ab. Ja. Ich glaube sofort. Fühlt sich bestimmt gut an. Ja, du kannst das System von oben beeinflussen, zum Guten hin. Das ist natürlich großartig. Ja. Jetzt nicht erschrecken, in 6 Sekunden auch für Jackie der Hinweis. Gleich wird es kurz laut. Aber ja, ganz hoch. Guck mal. Vielleicht, Steffi, hast du noch so einen ganz letzten, allerletzten Hinweis, weil der Christian ist ja nicht so ein Unleashed, wie man sieht. Überhaupt nicht. Aber Spaß beiseite. Du bist ja, so wie ich dich auch seinerzeit schon wahrgenommen habe und wie du jetzt auch hier rüberkommst, du wirkst ja sehr, sehr locker und in dir ruhend. Gab es mal irgendwann einen Punkt, wo du gesagt hast, wow, um Himmels Willen, ich bin gar nicht mehr ruhend? Und wie hast du es geschafft, das dann irgendwie wieder zu drehen? Hast du da einen Tipp? Ja, es gab, glaube ich, viele Momente in meinem Leben, wo ich, wo viele ja zum Beispiel sagen, ich bin ein nervöses Hemdchen oder so aufgedreht, ja. Aber ich glaube, ich kann das nicht an einem festmachen. Es ist einfach die Erfahrung. Ja, wenn ich früher überlegt habe, bei großen Geschichten, mit wenig Erfahrung. Also ich möchte auch wieder nochmal, und da bin ich übrigens RWE ewig dankbar, wir hatten ja auch diese extrem großen Management-Lernkurven, die wir gemacht haben gemeinsam. Und diese Reflexion zu haben. Und ich weiß, wir waren auf einer Wanderung damals im Trainingszentrum in der Eifel. Und dann haben wir darüber diskutiert, wie ich meine Entscheidungen treffe. Und das ist ein großer Unterschied, ob ich mit wenig Erfahrung rangehe und in der Ratio viel noch nachdenken muss und abwägen muss, oder ob du durch dein Erfahrungsportfolio glaubst, dass du eine Bauchentscheidung machst, was aber eigentlich nicht stimmt, sondern du abstrahierst Erfahrungswerte und kommst damit relativ schnell zu einem Paket an Entscheidungen. Und das ist nicht eine Situation. Ich glaube, wenn ich ehrlich bin, in jungen Jahren hatte ich viele dieser Situationen, wo ich nicht wusste, wie gehe ich damit um und bin auch nervös geworden. Und heute ist es einfach viel Erfahrung. Das will nicht heißen, dass es nicht auch heute noch Situationen gibt, die mich nervös machen, wo ich vielleicht nicht so in mir ruhe. Ja, aber das sind jetzt vielleicht weniger eigentlich. Das ist, man ist entspannter und relaxter, weil man sagt, ja, so viele Dinge, die du schon erlebt hast im Leben, aber ich kann dir sagen, was mich nervös macht heute und was mich nicht entspannt macht. Das ist natürlich auf der einen Seite, wie gehen wir mit Integration um und mit Flüchtlingen um? Was mich unentspannt macht, ist, dass Demokratie heute in Frage gestellt wird. Was mich unentspannt macht, ist, was in der Ukraine gerade passiert. Und es hat mich natürlich auch unentspannt gemacht, was in Corona-Zeiten passiert ist. Und ich glaube, dieses Gesamtpaket, diese Krisen, wenn wir die durchstanden haben, sind wir extrem gut gerüstet für die Zukunft. Und das ist es eigentlich. Ja. Du gehst bestimmte Krisenmomente durch und das gibt dir Rüstzeug, in der Zukunft damit anders umzugehen. Das ist ein tolles Schlusswort. Also perfekt. Würde ich auch direkt 1:1 unterschreiben. Von daher vielen, vielen Dank, dass du da warst, Steffi. Danke für die Einladung. Danke an euch. Genau. So durchgehalten hast. Ja. Ein bisschen hat sie gezittert, aber sonst war alles gut. Ja. Freut sich jetzt auch entsprechend. Ist so ein nervöses Hemdchen und die ist jetzt nervös, weil sie denkt, ich muss jetzt mal raus. Ne? Sehr, sehr gut verstanden. Ganz lieben Dank. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg für die weiteren Schritte. Genau. Ja, alles Liebe. Ja, und ich danke euch auch nochmal hier für eure Weihnachtsmarktaktion. Ja, habe ich mir schon angeguckt, aber leider bin ich mal wieder nicht da, auch wenn es ein paar Tage ist. Ne? Aber nächstes Jahr schaffe ich es bestimmt. Ich wünsche mir gerne auch in der Location mehr Einladungen. Absolut. Da arbeiten wir dran, das nehmen wir mit. Alles klar. Danke euch. Vielen Dank nochmal und tschüss zusammen. Ciao. Ja, perfekt. So. Jetzt bist ab dafür. Cool. Guck mal, eine halbe Stunde hat sie durchgehalten. Super, Mensch, ja, du bist ein ganz großes Kind. Ach, immer noch hier? Denkst du auch darüber nach, welchen Gast wir als nächstes zu Unleashed einladen sollen? Cool, dann lass uns deine Gedanken gerne in den Kommentaren da. Wir freuen uns immer über weitere Vorschläge oder Feedback. Vielleicht haben wir aber bereits deine Gedanken lesen können, daher findest du hier noch weitere spannende Gespräche mit weiteren Gästen. Und wenn du demnächst keine Folge mehr von uns verpassen möchtest, dann würden wir uns über ein Abo von dir freuen. Danke und bis zum nächsten Mal.